Hi Leute, heute geht's um verkopftes Essen. Eines der größten Probleme, die ich immer wieder beobachten konnte bei Leuten, gerade wenn sie ihre Ernährung umstellen, sei es in jegliche Richtung, aber besonders auch im Rohkostbereich, dass sie verkopft essen. Sprich, einfach vorher gewisse Vorstellungen haben, vom Kopf her, was Nährstoffe anbelangt, was sonstige Glaubenssätze, Theorien und Dinge angeht, was noch nicht das Problem ist. Aber dann, du kannst ja solche Vorstellungen haben, was gesund ist, was nicht so gesund ist. Ist in Ordnung. Aber, um gleich eine Lösung an die Hand zu geben. Das Problem ist, wenn du dadurch nicht mehr auf deinen Körper hörst und diese Trennung zwischen Körper und Verstand, Gedanken nicht hinbekommst. Wenn sich also diese verkopften Glaubenssätze und Muster auf dein Empfinden, auf dein Wohlgefühl übertragen, dann ist es ein Problem. Und wenn du also, angenommen, auf Rohkost umstellst und dann denkst du, oh, das verschleimt mich jetzt oder jenes ist nicht mehr gut zu essen und wenn ich jetzt unbedingt was Gekochtes esse, dann sterbe ich und mir geht es total schlecht. Das ist der größte Fehler. Du musst langsam lernen, wieder auf deinen Körper zu hören. Und es ist ein langsamer Prozess, wie wenn du lernst, ein Musikinstrument wieder zu spielen. Du kannst tausende von Büchern lesen, aber die bringen dich nicht weiter. Genauso wie diese ganzen Theorien über Ernährung, die bringen dich nicht weiter. Wenn du nicht anfängst, es auch umzusetzen. Wenn du nicht beginnst, ein Musikinstrument in die Hand zu nehmen und übst. Wenn du nicht beginnst, auf deinen Körper zu hören, zu spüren, wie du was verdaust, wie du dich danach fühlst, dann wirst du nicht lernen, wie du gesund isst und es selbst erfahren können. Du wirst es nur erfahren können, wenn du auf deinen Körper hörst. Und es ist ein langsamer, schrittweiser Prozess. Du lernst nicht von heute auf morgen, wie Mozart zu spielen, als Beispiel nur. Du bist nicht von heute auf morgen Profi. Das ist ein Prozess, der über Jahre geht, wo du lernst, wirklich wieder zurückzugehen und deinen Körper wahrzunehmen, zu spüren. Und es wird immer mehr, es wird immer besser. Ganz automatisch, wenn du da dran bleibst und übst. Wenn du aber jedes Mal, wenn du zum Beispiel was isst, mir hat immer jemand geschrieben, einen Kommentar unter das Video, oh, ich hatte, was waren das, Haferflocken, glaube ich, gegessen, gekochte oder sowas. Und oh, mir ging es so schlecht, ich musste gleich weinen. Und mich so schlecht gefühlt. Absoluter Quatsch. Absoluter Quatsch, wenn du dich dann so schlecht fühlst. Es reicht, wenn dein Körper sich beschissen fühlt nach einem Essen. Und es reicht, wenn du das spürst und wahrnimmst. Du musst deswegen nicht heulen oder sonstige Sachen. Das ist dann verstandesmäßig. Grundlage sollte immer sein, wenn du was isst, dass du es genießt. Eine Mahlzeit, die du nicht genießt, ist keine Mahlzeit. Du solltest jedes Essen, das du zu dir nimmst, genießen. Sei das jetzt gesund oder ungesund. Weil jedes Essen, das du nicht genießt, ist sowieso ungesund. Auch wenn es eigentlich gesund wäre, von den Zutaten, Lebensmitteln her. Das hat eine Auswirkung, wie dein System das verarbeitet, wenn du Widerstand dagegen hast und es schon gar nicht essen magst, weil du verkopfte Muster drin hast. Grundvoraussetzung, wenn du was isst, sollte sein, dass du es genießt.
Und das sollte dich aber nicht davon abhalten, gesund zu essen. Und wenn du noch nicht die Sensibilität hast und deinen Körper noch nicht so spürst, dann kannst du dich eben auf andere Quellen erstmal zurückgreifen, mit der Grundvoraussetzung, dass du alles genießt, egal für was du dich gerade entscheidest, für welches Prinzip, solltest du es genießen. Das heißt, wenn du dich jetzt entscheidest dazu, Rohkost zu essen, dann solltest du es auch genießen. Und wenn du es mal nicht machst, dann solltest du das Essen trotzdem genießen. Und dann solltest du schauen, besonders wenn du Monomahlzeiten machst, das ist ein gutes Mittel dazu, das heißt, man isst nur ein Lebensmittel in einer Mahlzeit. Du isst nur Sprossen, du isst nur Früchte, du isst nur dieses oder jenes Lebensmittel, wirklich nur ein einziges Lebensmittel. Dann kannst du besonders gut auf deinen Körper hören und du merkst, wie gut du das verdaust. Aber auch so kannst du jedes Mal, auch wenn du mischst, kannst du jedes Mal darauf hören und achten, wie geht's dir nach dem Essen. Und die Zunge ist nicht der einzige Indikator, auf den man nämlich hören sollte. Die Zunge, die ist oft verwirrend, das, was du gewöhnt bist, schmeckt dir. Du kannst dich an jeden möglichen Geschmack gewöhnen und das ist das, was du genießt. Drum ist es auch kein Verzicht auf Genuss, wenn du Rohkost isst. Dein Geschmack wird wieder sensibler. Dir schmecken dann diese Dinge, die du vorher gegessen hast, irgendwann nicht mehr. Über die Jahre, Wochen, Monate, wie mit Salz. Wenn du Salz mal komplett weglässt, alles, was du dann in einem normalen Restaurant isst, da ist versalzen. Und dementsprechend kannst du es dann wieder lernen. Hör wirklich, wie du dich fühlst. Hast du ein Schlappheitsgefühl danach? Wie schnell geht es durch deinen Magen? Wenn es wirklich ein gutes Lebensmittel für deinen Körper ist, dann sollte das innerhalb von ein paar Stunden durch deinen Magen durchgehen. Und frische, vollwertige Rohkost, vitale Rohkost geht schnell durch den Magen, als Beispiel. Auch gedämpftes Gemüse geht einigermaßen gut durch dein System, ist in Ordnung. Und das solltest du wieder drauf hören. Zum Beispiel, wenn du sonst dieses Gefühl kennst, Mittagspause, hast dir irgendwie eine Schweinshaxe reingehauen, Leberkäse, Brötchen, was weiß ich. Du bist erstmal müde danach, dir fallen die Augen auf der Arbeit zu. Und du kannst dich nicht richtig konzentrieren. Das ist ein Zeichen, dass das nicht das richtige Essen für dich war. Also geh nicht nur nach Geschmack, nach deinen Gaumenfreuden, als in erster Linie. Alles, was dir wohltut, wird dir auch dann Genuss bereiten, aber nicht alles, was dir Genuss bereitet, tut dir auch wohl. Es gibt so einen Spruch von Pythagoras. Ist ganz nett. Danach kannst du gehen. Du wirst nicht auf Genuss verzichten. Definitiv nicht, wenn du dich gesund ernährst. Aber du musst eben dahin kommen, dass du wieder lernst, auf den Körper zu hören. Und es wird immer feiner, je mehr du darauf wirklich ehrlich nach einer Mahlzeit drauf hörst und dann dem Gefühl auch nachgehst. Wenn du merkst, okay, nachdem habe ich mich immer total müde gefühlt und schlapp, dann war es das Falsche. Normalerweise solltest du dich nach dem Essen immer noch energetisch fühlen wie vorher. Du solltest Energie haben. Wenn du nach einem Essen total platt und müde bist, dann ist es nicht gut. Dann war es zu viel oder das Falsche. Und dann kannst du da variieren, mit Spielen. Schau richtig, wie fühlst du dich danach, wenn du mehr isst, wenn du weniger isst. Wie stark fühlst du dich schlapp im Vergleich zu dem? Probier das 2, 3, 4 Mal mit dem Essen aus, dann probier die Menge zu reduzieren, dann vergleich mal ein anderes Essen dagegen. Hör wirklich auf dein Körpergefühl. Wie fühlst du dich direkt nach dem Essen in den Stunden? Danach kannst du gehen, das ist wichtig. Und dazu brauchst du nicht verkopft essen. Verkopft essen ist wirklich eins der größten Probleme. Du brauchst dich nicht schlecht fühlen wegen der Mahlzeit. Es reicht, wenn du dich körperlich schlecht fühlst, wenn dein Körper sich schlecht fühlt und du merkst, dir geht's nicht gut, es reicht. Du brauchst nicht auch gedanklich, emotional leiden durch sowas. Es reicht, wenn dein Verdauungssystem drunter leidet, okay? Das wollte ich heute loswerden. Wenn du noch Tipps dazu hast, dann kommentier natürlich gerne unter das Video und teil unbedingt deine Erfahrung, damit alle von lernen können, wenn du da noch Tipps hast. Ansonsten macht's gut, Leute. Bis dann. Ciao.